Leute, ich hoffe, euch geht's gut. An meinem Grinsen könnt ihr erkennen, dass es mir auch gut geht und es nicht mein Auto war, was eben im Video zu sehen war. Toi, toi, toi. Gleichzeitig kann man aber auch zu dem Unfall sagen, dass alle da unbeschadet rausgekommen sind, also keiner verletzt wurde. Und glücklicherweise hat die Versicherung alle Schäden komplett bezahlt. Wir sind ja heute in meinem neu eingerichteten Büro. Hier steht noch nichts drin, außer ein Schreibtisch, mein PC und eine Kamera, die auf dem Stativ steht. Weil die Versicherung bei dem Kollegen alles vollumfänglich bezahlt hat, wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Versicherung beschäftigen, weil da ist so viel Unklarheit. Unter meinen Videos, könnt ihr mal selber gucken, findet ihr einigermaßen auf den Kommentar, wie machst du das eigentlich mit Versicherung? Hast du eine extra Versicherung oder wie läuft das? Dann wiederum findet man die Leute, die sagen, ja, aber Nordschleife, Touristenfahrten ist doch öffentlicher Straßenverkehr, ist doch nur eine Mautstrecke, da zahlt jede Versicherung. Und ich habe mal 11 Versicherer angeschrieben, große Versicherer in Deutschland, und denen genau die Situation geschildert, ob sie mir schriftlich geben würden, dass ich auf der Nürburgring Nordschleife versichert bin. So, und von 11 Versicherern sagen einfach 7, nee, Touristenfahrten schließen wir komplett aus auf der Nordschleife. Und generell auch Fahrten auf anderen Rennstrecken. Also da war niemand bei, der jetzt sagte, ich schließe nur Touristenfahrten aus und überall anders darf man halt. Nee. Also alle, die ich gleich sage, die nicht zahlen, die hätten auch nicht auf dem Bilzerberg oder Hockenheim oder sonst was gezahlt. Alle, die zahlen wiederum, würden auch auf allen anderen Strecken zahlen, solange es nicht zum Erzielen der Höchstgeschwindigkeit ankommt. Kommen wir aber gleich zu. Ganz anderes Thema erstmal, lass uns einmal kurz probieren zu klären, was der Nürburgring überhaupt ist oder die Nürburgring Nordschleife. Zumindest zu Zeiten von Touristenfahrten. Denn das ist nicht wirklich klar. Ich kann mich immer meinen Monitor einblenden. Dann seht ihr, warte mal, ich mache das mal auf Vollbild. So. Also ich blende euch mal den Monitor ein und dann seht ihr motorkritik.de. Bin ich darauf gestoßen, weil die haben sich mit dem Thema auch befasst und haben tatsächlich keine Antwort drauf gekriegt. Die haben eine Antwort gekriegt vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, bla 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 bla. Aber so richtig klar ist es nicht. Ich glaube, die wissen selber nicht, was da los ist. Das heißt, das Ergebnis von diesem Ganzen hier ist, die Nordschleife ist keine öffentliche Straße im Sinne des Straßenrechts. Da, soweit ersichtlich, keine Widmung vorgenommen, bla bla bla, da ganz viel Behördendeutsch, komplett voller Behördendeutsch. Echt, warum man nicht einfach eine normale Antwort kriegen kann? Egal. So, jetzt habe ich mich gefragt, aber da sind doch Unfälle und da kommen doch Polizisten drauf. Die nehmen doch einen Unfall auf, die würden doch nicht auf ein Privatgelände kommen und einen Unfall aufnehmen. Hier das Statement, dass die Polizei auf der Rennstrecke auch Unfälle aufnimmt, kann ebenfalls nicht als Indiz für eine öffentliche Straße herangezogen werden. Denn obwohl der Nürburgring nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet ist, finden die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, des Straßenverkehrsgesetzes und der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften des Straßenverkehrsbuches dann Anwendung, wenn die Strecke für den offenen Touristenverkehr freigegeben ist. Das heißt, nicht gesperrt ist. Der Grund dafür liegt darin, dass dann in einem Maße Öffentlichkeit herrscht, dass das Wort, ohne Witz, ich kann es bis jetzt nicht, ich habe es mir 10-mal durchgelesen, ich kriege es nicht hin, vielleicht kriegt ihr hin. Obrigkeitliche, ich hab keinen Plan, was es ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. So, obrigkeitliche Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit geboten ist. Das heißt, so wie ich das verstehe, naja gut, da ist irgendwie viel Öffentlichkeit und die wollen die Sicherheit gewährleisten, deswegen kommen die da bei Unfällen raus. Aber ich glaube, die kommen auch nur bei Unfällen mit Personenschäden raus und nicht Blechschäden. Egal, anderes Thema. Das ist für die ganzen Versicherer auch überhaupt gar nicht wichtig, tatsächlich, ob das jetzt eine öffentliche Straße ist oder nicht. Denn ich sage euch, alle, die abgesagt haben, hatten folgenden Passus drin. Moment, ich suche euch den raus. So, blende euch mal meinen Bildschirm wieder ein. So, kein Versicherungsschutz steht für Schäden, die an Rennen und so weiter. Das ist natürlich völlig klar. Aber jetzt geht es zum wichtigen Teil. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsportrennstrecken, auch wenn es nicht auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, zum Beispiel bei Gleichmäßigkeitsfahrten oder Touristenfahrten. Und dann kommt noch was, das geht jetzt nicht um die Nordschleife, aber als Motorsportrennstrecken gelten auch unter anderem ehemalige Motorsportrennstrecken, Flugplätze, Geländestrecken, Rundkurse oder Rundstrecken und Bereiche des Straßenverkehrs, die zeitweilig zu als Rennstrecken oder Rundstrecken dienen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man in Monaco mal einen Unfall hat, aber gut, darum geht es jetzt auch nicht. Naja, also es geht gar nicht darum, ob das jetzt eine öffentliche Straße ist oder nicht, weil alle Versicherer, die abgesagt haben, schließen sowieso grundsätzlich alte Motorsport-Rennstrecken oder Ähnliches aus. Völlig egal, ob das jetzt öffentlich ist oder nicht.
habt ihr jetzt ja gerade hier gesehen. Das ist übrigens die Provinzial. Trotzdem, lass uns noch mal einmal kurz einen wichtigen Passus bei den Nürburgring-Touristenfahrten rausfinden. Wieder mal im Bildschirm eingeblendet. Und zwar hier. Das sind die AGB, nee, sind AGBs, ne? Oder? Ja, hier jedenfalls die Fahrordnung. So, und da ist der wichtige Passus: Die Touristenfahrten dienen generell nicht zum Erzielen von Höchstgeschwindigkeit. Und auf dem Nürburgring müssen die Grundregeln über die Fahrgeschwindigkeit gemäß § 3 Absatz 1 StVO eingehalten werden. Das heißt, im Straßenverkehr gibt es ja gar keine Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit. So, das ist eigentlich der wichtige Passus. Es ist gar nicht wichtig, ob das jetzt eine öffentliche Straße ist oder nicht, zumindest nicht für die Versicherung. Weil alle, die versichern, wo ich euch gleich sage, die zahlen, haben halt auch mitgeschrieben, dass sie halt auch auf dem Bilzer Berg in Hockenheim oder überall anders zahlen würden, wenn die Veranstaltung dort nicht zum Erzielen der Höchstgeschwindigkeit gilt. Das heißt, wir wissen nicht genau, was der Nürburgring ist. Fakt ist, es ist keine Bundesstraße, irgendwie eine mautpflichtige Bundesstraße oder ähnliches. Ganz genau geklärt ist es komischerweise nicht. Das heißt, jetzt kommen wir mal dazu, welche Versicherungen zahlen und welche nicht. Ich war erschrocken darüber, wie viele Versicherungen nicht zahlen, weil ich kenne einen Kumpel, wo ich genau weiß, dass der bei der Provinzial ist. Den Text haben wir eben vorgelesen bei der Provinzial. Und da wissen wir jetzt, dass die nicht bezahlen. Der Kumpel fährt aber auch nicht regelmäßig Nordschleife, aber ab und zu mal. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Weil die Leute, die regelmäßig Nordschleife fahren, die lassen sich das von ihrer Versicherung bestätigen. Die haben ein Schreiben, so wie ich von der LVM. Ich bin bei der LVM. Da kriegst du ein Schreiben. Ja, lese ich euch gleich vor. Nicht zahlen tun die Signal Iduna. Die Gotha zahlt nicht. Beziehungsweise haben die das ein bisschen verwirrt geschrieben. Die meinten halt, man müsste das zusätzlich absichern und nur in einem persönlichen Gespräch könnte das geklärt werden. Deswegen sage ich erstmal, grundsätzlich zahlen die nicht, außer man hat was anderes verhandelt. So, die Cosmos Direkt zahlt nicht. Die zahlen nicht mal Fahrsicherheitstraining, außer auf einem anerkannten ADAC-Sicherheitsplatz. Die Provinzial zahlt nicht, auch nur auf ADAC-Platz. Die DVK zahlt nicht, beziehungsweise nur die Haftpflicht zahlt. Das ist ja auch für manche wichtig, weil manche haben ja irgendwie ein Auto, ich sag mal, das hat eh keinen großen Wert mehr. Die wollen da einfach nur noch ihre Runden fahren, wollen aber nicht nachher 18 Meter Leitplanke bezahlen. Das heißt, DVK zahlt Haftpflicht. So, die Ergo Direkt zahlt nicht und die VAV zahlt auch nicht. Das sind also jetzt 7 Versicherer, die einfach nicht zahlen. Große Versicherer, das sind jetzt ja nicht irgendwie kleine Krauter, das sind ja große. So, wer zahlt? Zahlen tut die R&V, die LVM, die Allianz und die Huck Coburg. Wie gesagt, da kam es nirgendwo darauf an, ob das jetzt eine öffentliche Straße ist oder nicht. Es kam immer darauf an, ob es eine Veranstaltung ist, die nicht zum Erzielen der Höchstgeschwindigkeit dient. Das heißt, es spielt jetzt erstmal gar keine so große Rolle, was die Nordschleife genau ist, weil es, wie gesagt, auch nicht klar zu klären ist. Das hat ganz viele Gründe, aber das will ich euch jetzt in dem Video ersparen. Ich habe mir das jetzt gerade mal eben alles probiert durchzulesen und das ja ganz schwierig. Jetzt habt ihr mal gehört, wer nicht zahlt und wer zahlt. Was ist denn für euch wichtig? Also ganz ehrlich, ich bin kein Versicherungsmakler, ich bin kein Rechtsanwalt für Verkehrsrecht oder Versicherungsrecht oder was das dann sein muss. Deswegen alle Angaben hier natürlich ohne Gewähr. Wenn ihr auf dem Ring fahren wollt, lasst es euch einfach von eurem Versicherer bestätigen. Erklärt ihm kurz, was ihr machen wollt. Sagt, das dient nicht zum Erzielen der Höchstgeschwindigkeiten. Dort zählt die Straßenverkehrsordnung. Das ist aber die Nordschleife. Und dann wird er euch sagen, geht oder geht nicht. Ja, dann kriegt ihr ein Schreiben und dann seid ihr safe. Deswegen, wenn ich jetzt gesagt habe, LVM zahlt, lasst es euch trotzdem schriftlich bestätigen. Kann natürlich sein, dass ihr einen ganz alten Vertrag habt oder einen ganz neuen oder was weiß ich und irgendwo ist was drin. So, jetzt wollte ich euch nur mal kurz vorlesen, was die LVM mir schreibt, wieso die jetzt genau bezahlt. Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 29.07. blablabla, teilen wir Ihnen mit, dass wir zu Punkt 1 und Punkt 2 Ihres Schreibens Touristenfahrten und Fahrsicherheitstraining, ich hatte beide angefragt, uneingeschränkten Versicherungsschutz in der Vollkaskoversicherung gewähren. Ja, dann hat er mir noch die AGBs angehängt. Ich habe aber auch noch von meiner örtlichen LVM auch noch mal die Bestätigung. Das war jetzt nur, ich hatte die Info, eine Anfrage geschickt und das habe ich zurückgekriegt. Und das ist im Grunde das, was mir alle mitgeteilt haben, die gesagt haben, die zahlen. Da ging es halt niemals darum, ob das jetzt eine öffentliche Straße ist, ob das jetzt was auch immer eine Mautstrecke ist. Es ging eigentlich nur darum, ist es zum Erzielen der Höchstgeschwindigkeit, ja oder nein. Und dann haben die mir versichert, dass sie zahlen.
Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, wie das versicherungstechnisch auf der Nürburgring-Nordschleife bei den Touristenfahrten aussieht. Abschließend kann ich sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viele Versicherungen sagen, nee, machen wir nicht. Also ehrlich nicht. Ich dachte auch noch bis vor ein paar Tagen, das ist wirklich eine öffentliche Straße. Da gilt die Straßenverkehrsordnung und das ist eine Mautstrecke so. Auf diesen, weißt du, das ist so schwierig zu verbieten. Aber wenn die Versicherung halt in ihren Versicherungsbedingungen stehen hat, dass sie alte Motorsportrennstrecken ausschließen, dann kann das halt sein, was es will und die brauchen nicht bezahlen. Und das ist halt von denen, ich hatte 11 angeschrieben, ich habe sogar mehr angeschrieben, ich habe einfach von voll vielen keine Antwort gekriegt. Das sind aber auf jeden Fall die großen hier. Natürlich gibt es bestimmt noch hier und da welche, die ich vergessen habe. Aber da habt ihr erstmal einen kleinen Überblick. Fragt eure Versicherung an, wenn ihr fahren wollt. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, morgen geht es übrigens richtig geil zum Porsche Sports Cup nach Oschersleben. Da haben wir mega Einblick in die Box. Wir können Aufnahmen aus dem Rennwagen kriegen. Wir können uns Rennauto angucken. Wir können uns den LKW angucken von den Jungs. Und wir können komplett um die Strecke rumgehen. Mega geil geht das. Da freue ich mich schon drauf. Da mache ich auf jeden Fall ein schönes Video draus. Vielleicht auch sogar zwei Teile, weil das echt viel zu zeigen ist. Ja, in dem Sinne, Leute, bleibt sauber. Versichert euch gut. Und bis zum nächsten Mal.